Nummer 1. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie die folgenden Informationen. Der Regionalexpress nach Dresden, Abfahrt 14.12 Uhr, wird auf Gleis 18 bereitgestellt. Ich wiederhole, der Regionalexpress nach Dresden, Abfahrt 14.12 Uhr, wird auf Gleis 18 bereitgestellt. Eine Durchsage für Gleis 14. Der Intercity nach München über Naumburg, Jena, Erlangen, Nürnberg, planmäßige Abfahrt 14.10 Uhr, hat voraussichtlich 10 Minuten Verspätung. Der Intercity zur Weiterfahrt nach München verspätet sich um 10 Minuten. Nummer 2. Tauchen Sie ein in die Welt der Kunst und Kreativität. In unserer Kunstschule warten spannende Angebote auf Sie. Leider sind für unseren beliebten zweitägigen Malworkshop alle Plätze vergeben. Aber keine Sorge, denn für unseren inspirierenden Keramikkurs haben wir noch freie Plätze für Sie reserviert. Erschaffen Sie beeindruckende Kunstwerke. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Und das ist noch nicht alles. Ganz neu, unsere bezaubernde Bastelwerkstatt für Kinder. Hier können die kleinen Künstler ihre Fantasie entfalten und mit bunten Materialien einzigartige Kunstwerke gestalten. Besuchen Sie unsere Webseite unter Kreativer Kunstschule für weitere Informationen und sichern Sie sich Ihren Platz in unseren Kursen. Kreativer, wo die Kunst zum Leben erwacht. Nummer 3. Guten Tag, Frau Berober. Hier ist Paul Knie von der Firma Knecht. Wir haben Ihr Schreiben bekommen und möchten Sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Es wäre gut, wenn Sie Donnerstag, den 12.03. um 11 Uhr zu uns kommen könnten. Bitte denken Sie daran, Ihre Unterlagen mitzubringen. Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie bitte Frau Pracht unter der Nummer 242739 an. Auf Wiederhören. Nummer 4. Seit heute können unsere Hörer wieder etwas bei uns gewinnen. Immer wenn Sie diesen Ton hören, rufen Sie schnell bei uns an. Sie können jede Stunde eines unserer roten Radiofon-T-Shirts gewinnen. Also aufgepasst! Ab sofort hören Sie jede Stunde unsere Polizeisirene. Wer zuerst bei uns anruft, erhält das tolle Radiofon-T-Shirt als Geschenk.
Ende von Teil 1. Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Herzlich willkommen bei der Kanzlei Müller und Partner. Wie dürfen wir Ihnen behilflich sein? Haben Sie Fragen zu laufenden rechtlichen Angelegenheiten? Dann drücken Sie bitte die 1. Benötigen Sie Informationen zu unseren Dienstleistungen und unserem Team? Dann drücken Sie bitte die 2. Für Termine und allgemeine Anfragen bleiben Sie bitte in der Leitung. Um sicherzustellen, dass wir Ihnen bestmöglich weiterhelfen können, halten Sie bitte alle relevanten Unterlagen und Informationen bereit. Unsere Anwälte stehen bereit, um Ihre Anliegen zu besprechen. Vielen Dank, dass Sie sich für die Kanzlei Müller und Partner entschieden haben. Wir leiten Sie nun an den nächsten verfügbaren Anwalt weiter. Nummer 6. Achtung! Eine Geisterfahrerwarnung für unsere Autofahrer auf der A22 Donauuferautobahn. Zwischen Stockerau und Wien kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Bitte bleiben Sie in beiden Fahrtrichtungen rechts und überholen Sie nicht. Auf der A1 Westautobahn, Fahrtrichtung Salzburg, zwischen Forchdorf und Steiermühl befinden sich Kühe auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte vorsichtig. Die A2 Südautobahn, Fahrtrichtung Wien, ist nach einem Unfall bei Schäffern gesperrt. Zurzeit 6 Kilometer Stau. Nummer 7. Schauen wir uns die Wetteraussichten für die kommenden Tage an. In ganz Deutschland wird das Wochenende kalt ausklingen und es besteht die Möglichkeit von Frost. Besonders im Süden und Südwesten kann es in der Nacht vereinzelt zu Schneefall kommen. Am Montag wird sich die Wetterlage jedoch in den meisten Regionen beruhigen. Insbesondere im Norden und Osten wird das Wetter schön sein und die Sonne wird scheinen. Gegen Abend besteht allerdings im Westen die Chance auf leichten Regen oder Schneefall, wodurch es auf den Straßen glatt werden kann. Bitte passen Sie Ihre Fahrweisen den Wetterbedingungen an. Für Sie. Ab 12 Uhr möchten wir Ihnen die neuesten Informationen zu kommenden Veranstaltungen in Ihrer Umgebung geben. Egal ob Konzerte, Ausstellungen oder sportliche Events. Wir halten Sie auf dem Laufenden, damit Sie kein Highlight verpassen. Dann, ab 15 Uhr, dreht sich alles um exotische Gerichte aus Südostasien.
Wir teilen mit Ihnen köstliche Rezepte, die Sie zu Hause ausprobieren können. Lassen Sie sich von den Aromen und Gewürzen faszinieren und entdecken Sie neue kulinarische Welten. Ob Sie ein erfahrener Koch oder eine Anfängerin in der Küche sind, unsere Tipps und Tricks helfen Ihnen dabei, ein Geschmackserlebnis der besonderen Art zu kreieren. Und schließlich um 18 Uhr möchten wir mit Ihnen eine Debatte führen. Das Thema des Abends lautet Auswirkungen von Technologie in unserer Gesellschaft. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werden wir über die positiven und negativen Folgen der technologischen Entwicklung sprechen. Nehmen Sie teil an dieser spannenden Diskussion und teilen Sie Ihre Meinung mit uns. Nummer 9. Guten Tag, Frau Schmidt. Hier ist die Tierarztpraxis Müller. Sie haben ja diesen Freitag Ihren Termin zur Impfung Ihres Hundes bei uns. Leider ist Dr. Müller aber erkrankt. Eine Tierärztin übernimmt die Vertretung. Sie hat jedoch nur begrenzt Zeit zur Verfügung und behandelt vorrangig Notfälle. Könnten wir Ihren Termin auf nächste Woche verschieben? Der Tag und die Uhrzeit bleiben dabei unverändert. Bitte rufen Sie uns zurück, falls dies für Sie nicht möglich ist. Vielen Dank. Ende von Teil 2. Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Nummer 10 und 11. Es ist so ein schöner Tag heute. Ja, das ist er. Ich bin froh, dass ich heute frei habe. Ich auch. Was hast du vor? Ich weiß noch nicht. Vielleicht gehe ich ins Kino. Das klingt gut. Das Wetter ist aber so angenehm, dass ich erstmal Lust auf einen kleinen Spaziergang habe. Dann gehen wir doch gemeinsam spazieren. Das wäre schön. Hast du schon irgendetwas geplant, was du an Weihnachten machen wirst? Ja, ich fahre mit meiner Familie in die Heimat. Das ist schön. Ich fahre mit meinen Freunden in die Berge. Das klingt auch sehr schön. Nummer 12 und 13. Guten Tag. Ich suche einen Malermeister, um die Wände im Erdgeschoss meines Hauses neu anzustreichen. Können Sie mir helfen? Natürlich. Wie groß ist die Fläche und welche Farbwünsche haben Sie? Etwa 100 Quadratmeter. Es handelt sich um Wohnzimmer, Küche und Esszimmer. Im Wohnzimmer hätte ich gerne eine helle Beigefarbe, in der Küche ein sanftes Grau und im Esszimmer ein dezentes Blau. Verstanden. In welchem Zeitraum möchten Sie die Arbeiten erledigt haben? Innerhalb der nächsten 2 Wochen. An welchen Wochentagen können Sie arbeiten? Wir könnten von Montag bis Freitag arbeiten. Passt Ihnen Dienstag oder Mittwoch nächster Woche? Das passt. Können Sie mir ein Angebot per E-Mail senden? Natürlich. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail mit all den Einzelheiten. Die E-Mail finden Sie auf meiner Visitenkarte. Alles klar. Dann machen wir das so. Vielen Dank. Ich melde mich dann nach Eingang der E-Mail schnellstmöglich mit dem Angebot und dem bestätigten Termin.
Nummer 14 und 15. Hallo Caro, gut, dass ich dich treffe. Ich wollte dich fragen, ob du in den Herbstferien hier bist. Hallo Josef. Ich glaube, dieses Mal bleiben wir die ganzen Ferien über hier. Die Kinder haben wichtige Prüfungen direkt nach den Ferien. Darauf müssen sie sich gut vorbereiten. Hast du bereits etwas gebucht? Ja, ich bin die ganzen Ferien weg. Deshalb wollte ich dich eigentlich auch etwas fragen. Könntest du vielleicht einmal die Woche meine Blumen gießen? Klar, mache ich gerne. Super, das ist eine Riesenerleichterung. Ich stelle alle Blumen auf den Balkon. Ja gut, dann gebe ich denen einmal die Woche ausreichend Wasser. Könntest du mir vielleicht einen weiteren Gefallen tun? Ich habe da etwas bestellt und das ist leider noch nicht da. Wir fahren aber bereits morgen. Kann ich das an deine Adresse schicken lassen? Klar, sonst nehme ich es ja auch immer an. Super, hier ist mein Wohnungsschlüssel. Nummer 16 und 17. Hey Christoph, ich habe mir überlegt, dass wir dieses Jahr vielleicht in den Urlaub fahren könnten. Ich habe das Gefühl, dass ich mal wieder ein bisschen Abstand von allem brauche und einfach nur entspannen möchte. Das wäre doch super. Ich bin auch schon wieder ganz erschöpft von der Arbeit. Wohin möchtest du denn gerne? Ich habe noch keine konkreten Vorstellungen. Wir könnten ans Meer, aber ich bin auch offen für andere Möglichkeiten. Ich habe schon lange nicht mehr richtig Urlaub gemacht und möchte einfach mal etwas Neues erleben. Ich würde am liebsten ans Meer. Ich habe Lust auf Sonne, Strand und Meeresrauschen. Wenn du möchtest, könnten wir aber auch in die Berge fahren oder eine Städtereise machen. Das klingt gut. Wir könnten ja mal ins Internet schauen und uns ein paar Angebote ansehen. Vielleicht finden wir ja etwas, das uns beiden gefällt. Das wäre eine gute Idee. Wir könnten uns auch mal mit anderen Freunden zusammentun und gemeinsam in den Urlaub fahren. Das wäre vielleicht auch ganz schön. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich werde mich mal umhören, ob jemand Interesse hat. Das wäre toll. Dann können wir uns ja bald mal zusammensetzen und alles planen. Ich freue mich schon darauf. Ende von Teil 3. Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen.
Beispiel. Das Leben auf dem Land ist gut, weil Wohnungen und Häuser hier nicht so teuer sind. Man kann mehr für sein Geld bekommen, zum Beispiel ein größeres Haus oder mehr Platz rundherum. Das ist etwas, das man in der Stadt nicht so leicht findet. Hier kann ich mein eigenes Zuhause haben und muss keine riesigen Summen ausgeben. Nummer 18. Ich mag das Landleben nicht so sehr, weil man hier unbedingt ein Auto braucht. Alles ist hier ziemlich weit voneinander entfernt. Deshalb muss man immer ein Auto haben, um irgendwo hinzukommen. Das ist anders als in der Stadt, wo man vieles zu Fuß oder mit Bus und Bahn machen kann. Das Autofahren hier überall hin finde ich umständlich und manchmal fühle ich mich dadurch eingeschränkt. Nummer 19. Ich lebe auf dem Land und finde es nicht so toll. Es gibt hier nicht viel zu tun, kaum Freizeitmöglichkeiten und die Busse fahren nicht oft wie in der Stadt. Ich vermisse die Abwechslung der Stadt und die vielen Dinge, die man dort machen kann. In der Stadt gab es immer etwas Neues zu entdecken, sei es Veranstaltungen oder verschiedene Restaurants. Hier auf dem Land fühle ich mich manchmal ein bisschen eingeschränkt und das vermisse ich wirklich. Nummer 20. Ich liebe es, auf dem Land zu wohnen, weil es hier so wunderbar ruhig ist. Die Stille um mich herum lässt mich tief durchatmen und mich richtig entspannen. Die friedliche Atmosphäre lässt mich zur Ruhe kommen und Stress abbauen. Die Abwesenheit von Verkehrslärm und Menschenmassen verschafft mir eine beruhigende Umgebung. Die Ruhe hier hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken. Ende des Prüfungsteils. Hören.